Heute, was geht ab, Leutonge? Ich habe hier diese Infografik am Start und ja, die ist vor ein paar Wochen in unseren Gruppen kursiert. Fand ich ganz witzig. Wer kennt nicht die Leute, die immer Stollers verwenden? Und das hier ist speziell auf Mewtwo gerichtet, weil ja momentan Mewtwo Raids am Start sind und er macht schon was anderes. Und hier sieht man Pokémon, die mehr Schaden raushauen, mehr DPS haben als Stahl-Stahl-Stollers. Und ich muss ehrlich sein, ich habe den auch verwendet, wenn man zu faul ist, um zu wechseln. Aber richtig krass, was man hier alles sieht, was einfach besser ist als Stollers. Wollte ich euch einfach mal zeigen. Und die Spalte, wo ich gerade bin, ich verdecke gerade das Mewtwo, weil offensichtlich ich und Mewtwo. Das sind offensichtlich die guten Konter, ja, die brauchen wir gar nicht zu besprechen. Das wissen wir ja. Gengar, Geist, Mewtwo mit Geistattacke und Bissknischer, Unlicht, Despotar. Aber die erste Spalte, sehr interessant. Wer hätte damit jemals gerechnet? So. Wie heißt denn der Kerl überhaupt? Alter, ich kenne nicht mal seinen Namen. Kanwanya? Ich glaube, der heißt so. Alter, das ist nicht mal die Entwicklung. Das ist die Vorentwicklung. Tohaido in der Mitte, der kommt danach. Kanwanya? 714 CP, WP auf Deutsch. Bis Knirscher 6% mehr DPS als ein 2515 WP Stollers. Was da ziemlich krass ist. Ja, das DPS, das reine DPS. Man muss natürlich bedenken, der ist tot, der stirbt einfach direkt und Stollers hält natürlich mehr aus. Das ist natürlich ein Faktor, also das kann man nicht direkt so sehen, dass der besser ist als Stollers. Aber einfach vom DPS her, vom Damage per Second, also schon interessant, deswegen hier mal das Video. Klamurks, 1153 WP, beides Unlichtattacken, 19% mehr DPS, aber auch der direkt weg eigentlich. 1080 WP, wie heißt denn der, Zubiris, auch zwei Unlichtattacken, 4% mehr DPS. Und dieser Schmetterling von Maike, Papinella, genau, 16% mehr DPS mit zwei Käferattacken. Offensichtlich Käfer auch gut gegen Mewtwo, gegen Psycho. Dann, ein bisschen realistischer, da haben wir natürlich einen Geist, heißt er Banette? Ich glaube, der heißt Banette. Natürlich zwei Geistattacken, 1728 WP, 65% mehr DPS, das ist schon heftig. Und der überlebt schon ein bisschen, also da kann man schon merken. 1902 Absol, natürlich auch zwei Unlichtattacken, 58% mehr DPS. Tohaido, 54% mehr. Und dieser Kaktusmann mit 1743 WP, zwei Unlichtattacken, 41% mehr DPS. Wie gesagt, das ist der reine Schaden. In der Praxis ist das natürlich ein bisschen anders, weil... ja, bevor die überhaupt reinhauen können, sind die einfach tot. Deswegen kann man nicht einfach sagen, ja, sogar die sind besser als Stollers. Aber Stollers an sich ist ein wirklich extrem schlechter Angreifer und keiner weiß, wieso Niantic den immer vorschlägt, automatisch vorschlägt, weil an sich kann der eigentlich echt nicht viel. Aber ihr könnt es hier sehen, der macht echt wenig Schaden. Den sollte man eigentlich echt immer auswechseln. Ich weiß selber, manchmal ist man einfach zu faul und kämpft einfach mit dem, was Niantic einem vorschlägt. Aber hier seht ihr es. Fand ich echt richtig witzig und auch sehr interessant. Ja, Finger weg von Stollers. Aber das war's von mir. Kleiner Fun Fact. Ich fand die Infografik einfach ziemlich witzig und interessant. Ich bin in Erfurt wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video hier seht, auf der Mac 2018. Mal schauen, was da so abgeht. Folgt mir auf Instagram, dann seht ihr, was ich da so treibe. Ansonsten hoffe ich, dass ich da coole Videos drehen kann. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Finger weg von Stollers. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.